glaube, der hätte mich so oder so gesehen. Mold mit zwei Klingenarmen. Diese Mold nutzen die mutierten Klingen an ihren Armen für tödliche Angriffe und solide Verteidigung. Schauen Sie sich Ihre Bewegung genau an, um einen guten Moment für den Angriff abzupassen. Ich war sowieso schon angeschlagen. Das ist ja lustig. Na gut, dann. Aber es sind hier unten wieder. Das muss ich auch noch hier mit Strategie das machen. Das ist ja auch so wie bei Kingdom Come Deliverance. Ah, deswegen haben wir auch das Heilmittel gefunden, okay. Ja. Ich finde das Spiel extrem geil, muss ich sagen. Also Kingdom Come. Aber das ist wirklich, da brauchst du so viel Ruhe für. Du musst dich so darauf einlassen. Ich habe mal einen Kampf gemacht zu Beginn. Einen Probekampf. Ey. Der absolute Wahnsinn. Wie gesagt, absolut geiles Spiel, grafisch etc. Die Idee ist absoluter Hammer, aber... Gut, anfangs war es übelst verbuggt, habe ich mir sagen lassen. Ich habe es auf jeden Fall, aber... Boah. Vor allem ist ja auch riesengroß, das Spiel. Ja, okay. Dein Ernst? Das war's? Okay. Aber wenn du es richtig geschickt machst... Also ich glaube, mit L2 kann man Angriffe, glaube ich, unterbinden. Also wenn die quasi dabei sind, auszuholen, dann kriegen mit L2 eins ins Gesicht. Dann überlegen die sich das erst nochmal kurz. Ich denke auch darüber nach, demnächst mal wieder ein PlayStation 2-Spiel zu machen. Ich weiß schon genau welches. Ein ziemlich unbekanntes. Also es hat wirklich nicht so für Schlagzeilen gesorgt. Ist auf jeden Fall eine Vierer-Reihe. Und dann kam noch ein Teil für die PS3 später raus. Der war aber, glaube ich, nicht wirklich gut. Der hat auch nicht viel mit den Ursprungsspielen zu tun gehabt. Mal gucken. So scheiße dunkel, ey. Oh ja. Hätte einfach so eine Falle sein müssen vom Lucas. Wir wären jetzt einfach tot. Raddampfer. Oh, von wo kam? Ach, von da. Das muss die Medizin sein. Das muss die sein. Oh, shit. Oh, cool. Ein Sumpfgorilla. Geil. Geil, geil, geil. Ah, ein Wurfspeer. Auch cool. Auch cool, auch cool.
Ja gut, dann müssen wir irgendwie hier rein. Ich will da rein. Raus muss Armleuchte. Teile. Da können wir reinkriechen. Ich denke mal, das ist auch unausweichlich wahrscheinlich. Da war doch gerade ein X. Da. Meine Nase juckt. Extremst. Da geht's runter, okay. Dann gehen wir nochmal kurz zurück. Ich würde nämlich gerne mal hier durchkrabbeln. Ach, das war's. Hä, wofür soll das gut sein? Ach, vielleicht kommt gleich irgendein Boss, der irgendwie unzerstörbar ist oder so. Oder so ein Bloater vielleicht, weil ich glaube, im Nahkampf sind die relativ eklig. Kann ich mir vorstellen. Das war mit der Shotgun schon ein bisschen nervig. War nicht so nervig. Juhu! Euer Ernst? Okay, ihn tangiert's halt nur so peripher so ein bisschen. Wofür ist hier Metallschrott eigentlich gut? Ast. Ein stämmiger, kräftiger Ast kann allein nicht verwendet werden. Ein Haufen verschiedener Altmetalle kann allein nicht verwendet werden. Ach, kannst du bestimmt einen Wurfspeer draus machen, oder? Ja, Mann. Fallbombe. Ein von Joe selbstgebauter Sprengsatz. Oh, also langsam wird die Sache doch sehr interessant. Ich meine, ich finde das bisher ohnehin interessant, also so ist ja nicht. Das macht schon extrem Bock. Das muss man wirklich sagen, mit kein Held und hier Sorrys Ende, da haben die sich schon wirklich das einfallen lassen. Da muss man echt sagen. Das entschädigt auch den 55. Geburtstag und Ethan Must Die. Hat er mich gesehen? Ja, zwei! Was? Zwei Bibabu. Ich glaube, es geht hier mal richtig vorwärts. Leck mich doch am Ärmel. Ich bin tot, ich bin tot. Ich würde gern fliehen. Na gut, ich bin sowas von tot. Boah, das ist ja lächerlich, ey. Na gut. Boah. Kämpfe mit Gegnergruppen. Sobald ein Molded sie bemerkt und angreift, werden andere Gegner in der Nähe auf sie aufmerksam. Versuchen sie Abstand zu bewahren und nicht umzingelt zu werden. Ja, genau. Um sie ein nach dem anderen aus. Wo bin ich denn jetzt? Nein. Nee. Aber ich habe aber, glaube ich, schon... Doch, ich habe schon alles erkundet jetzt auf der Karte. Komischerweise. Hä? Echt jetzt? Och Gott. Oh, ist das nervig, Mann. Er hat so viele geile Stealth-Kills jetzt gehabt. Alles für die Katz. Ja, komm her. Ja, sowas nervt halt einfach brutal, ne? Ja.
Und wieder alles. Oh Mann. Ich hab grad echt Hundefutter gelesen. Hallo? Wieso? Ach so, so einer ist das, okay. Ich dachte schon, wieso hat mich jetzt der Krabbeltyp entdeckt? Als ob. Ich wäre grundsätzlich kein Freund davon, von Spielen in der Ego-Perspektive, wo man viel mit Nahkampf agieren muss. Das heißt zum Beispiel, Rollenspiele aus Ego-Perspektive sind halt überhaupt nicht meins. Also Kingdom Come Deliverance zum Beispiel. Okay, ich muss mal, bis er kommt und sich umdreht. Auf die habe ich überhaupt keinen Bock, auf Nahkampf. Also wahrlich nicht. Okay, gut. Haben wir den auch erledigt. Man weiß nicht, wofür es gut sein kann. Ich weiß ja nicht, ob die Wurfspeere abgepasst sind. Oder, also mengentechnisch jetzt, dass man genauso viele kriegt, wie man auch braucht. Oder ob das vielleicht so ist, dass man, weil man ja auch welche herstellen kann, so über Last of Us, dementsprechend wieder. Ach, so hätte ich... Hätte ich den mit dem Kling gar nicht töten brauchen, zwingend, okay. Weiß ich das Problem, also war noch alles im Rahmen. Also könnte ich mich bei den einen an der Treppe unten einen Wurfspeer verwenden. Weil ich wollte ja eigentlich flankieren, ein bisschen was umgehen, aber... Ich muss gleich mal die Karte studieren, ob ich den wirklich umgehen kann. Okay, 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 okay. Ne, der wird mich sehen vom Winkel her, glaube ich. Ich weiß es nicht. Das ist ja die Kacke. Genau, dass mich da vorne einer gesehen hat, das ist halt... Ich sehe halt auch einfach nichts, ne? Ist das so dunkel, oder habe ich für mein Fernseher so dunkel? Ihr kennt ja das Problem. Aber vielleicht kann ich mich hier sogar verstecken vor denen. Oh! Eine Champion-Puppe. Was bewirkt die? Eine unheimliche Puppe für schwarze Magie. Für jeden Moment erhöht sich ihr Angriffskampf um 5%. Und noch ein Ast dazu, der einfach so im Luftschacht hier liegt.
Ach, das andere. Einer. Oh oh. Denn erst missfällt mir alles ein bisschen, muss ich sagen. Das heißt, wenn ich sehe, dass der weggeht, dann kümmere ich mich um den. Oh nein! Also geil, wenn die mir jetzt folgen würden, ne? Durch den Luftschacht, ich würde so rennen. Ich würde durch den Luftschacht rennen, aufrecht. Oder wäre es Alien Scheiß dagegen? Wenn er jetzt hier um die Ecke kommt, dann wäre das eigentlich... Ja, das ist natürlich lächerlich. Das habe ich nämlich gemeint. Als ob der jetzt wüsste, wo ich bin. Jetzt mal ernsthaft. Also wieder parallel zu Alien. Ich bleib hier drin. Ah, hi! Ach, der ist andersrum gegangen. Ja, im Endeffekt ist das Problem, dass er halt... Der müsste jetzt eigentlich von links kommen. So kommt er von rechts. Der nervt aber richtig jetzt, ne? Der nervt richtig. Boah. Als ob jetzt. Boah, ist das eine Kacke. Oder sind das zwei? Ich weiß, ob ich damit schlagen kann. Ich will es noch nicht riskieren, ehrlich gesagt. Ich habe keinen Bock jetzt zu sterben. Ich meine, sterben werde ich wahrscheinlich nicht, aber... Die Frage ist, ob er jetzt wieder abhaut, wenn ich... Nein. Also ich finde es, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen bescheuert, dass er einfach genau weiß, wo ich bin. Ansonsten lasse ich mich auf den Nahkampf ein, ist mir jetzt scheißegal. Komm her. Achso, lebt noch. Er lebt nicht mehr. Hä? Ja, ich höre dich, ich höre dich, ich höre dich. Wieso lebst du noch? Den höre ich doch nicht. Okay, also man kann ihn damit nicht schlagen, man wirft einfach mit dem Speer. Hier muss irgendwo die Treppe sein, oder? Ach, hier, ah!
Boah, ich hab's komplett die Orientierung verloren, Leute. Ein 100-Füßer? Nehmen wir mit. Ah, das war der. Okay, okay, okay. Ich weiß, wo ich bin. Ich weiß jetzt, wo ich bin. So, das ist der Bereich. Das ist das in der Mitte. Da muss man drum rumlaufen. Genau, dann kommen wir in den Bereich. Nein. Ja. Das war tatsächlich nur der eine, oder was? Oh, ich höre jetzt auch nichts mehr, von daher. Ja, okay, da vorne war der Raum, ja. Oder? Okay, ich blicke nicht mehr wirklich durch. Ist aber auch nicht schlimm. Ich höre was. Oh, ja. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendeinen Boss geben wird, den man nur mit den Wurfspeeren besiegen kann. Weil die Bombe, die ist, glaube ich, nur dann wirklich sinnvoll, wenn man von zwei oder drei Gegnern... Vorhin zum Beispiel wäre die Bombe super gewesen. Aber gut, ich konnte nicht so schnell darüber nachdenken, jetzt schnell eine Bombe noch zu bauen. Also ich war mit Überleben beschäftigt, Leute. Mit Überleben. Speicherpunkt. Das ist, glaube ich, gar keine so... Hallo? Schlechte Idee. Einfach mal zu speichern, ne? Vor allem, wenn man jetzt hier so ein Ereignis auslösen würde. Ich weiß nicht, was für ein Ereignis das sein würde, aber es wird ein Ereignis sein auf jeden Fall. Von daher ist es vielleicht ganz clever, erstmal zu speichern.